Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 22. Juli. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen sind natürlich bezogen vor allem auf die EZB-Pressekonferenz gestern Nachmittag. Das heißt, der DAX ist dabei, Gold ist dabei und der Dow Jones. Gut, der hat nicht unmittelbar was damit zu tun, aber fangen wir jetzt mal einfach mit dem DAX an. Der EZB-Präsident Mario Draghi hat, nachdem um 13.45 Uhr schon verkündet wurde, dass alles beim Alten bleibt, die Pressekonferenz mit den Worten begonnen, dass die Märkte den Brexit, also den Ausstieg oder das Referendum der Briten über den Ausstieg aus der EU gut verdaut hätten, verarbeitet, wie man auch immer das übersetzen wollte. Und man konnte nicht nur bei den anwesenden Journalisten bei der PK, sondern wohl auch irgendwie, wenn man sich das kurzfristige Kursbild anguckte, auch bei allen Anlegern den Gedanken klickern hören, so haben wir das. Denn ja, wenn wir uns den DAX so angucken, hat der die Beule, wenn man das mal Beule nennen kann, ja diesen Kurseinbruch, als bekannt wurde, dass das Referendum eben doch pro Ausstieg ausgegangen ist, wieder aufgeholt. Nur am letzten Tag, als das Referendum schon lief und alle sagten, ja, ist ja völlig klar, dass das abgewiesen wird, dieses Begehren, da war der DAX ein Stückchen höher gelaufen, aber ansonsten ist dieses Loch jetzt erstmal wieder geschlossen. Und so gesehen könnte man in der Tat sagen, jawohl, der Markt hat das jetzt einfach abgearbeitet. Allerdings stellt sich natürlich schon die Frage, wieso hat er? Denn was hat sich an der Gemengelage zwischen dem 24. Juni, als der DAX mit der größten Kurslücke aller Zeiten eröffnet hatte und runterrasselte bis auf im DAX Future sogar im Bereich 9,150 und heute, als wir gute 1000 Punkte höher notierten, verändert? Diese Frage stellte man sich wohl wahrscheinlich genau in dem Moment, als Mario Draghi sagte, es sei im Prinzip alles wieder in bester Ordnung. Und da taucht dann natürlich auch ein anderer Gedanke auf, dass nämlich die EZB alleine deswegen nichts gemacht hat, weil sie dadurch verhindern will, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass die EU irgendeinen Schaden genommen habe, respektive nehmen wird durch diese Entwicklung. Immerhin haben die EU-Politiker ja die Briten als Verlierer ausgeguckt. Und wenn da letzte Woche die Bank of England die ursprünglich angedeutete Zinssenkung nicht vollzieht, weil man sich sagt, ja warum sollten wir? Aktienmarkt steigt, Pfund fällt, alles bestens. Dann kann man natürlich als EZB nicht hingehen und sagen, ja aber wir müssen was machen. Dann würde natürlich das Risiko, dass der Exodus insbesondere außereuropäischen Kapitals aus den EU-Aktienmärkten weitergeht, also wieder von vorne losgeht, einfach groß sein, also macht man nichts. Das ist nur ein Gedankenspiel. Natürlich weiß ich genauso wenig wie jeder andere, was die EZB-Granden da im Zuge ihrer Sitzung besprochen haben. Aber der Eindruck entsteht schon, denn es muss nichts unternommen werden, weil alles soweit im Rahmen ist. Nun, das hätte schon ein bisschen mehr Kurssteigerung bringen können. Immerhin hatte doch der DAX gerade am Tag vorher, sprich am Mittwoch, die 200-Tage-Linie nun doch bezwungen und war im Tageshoch ja schon immerhin über die Widerstandszone 10.123, 10.164 gelaufen. Dass er dann doch wieder darin schloss und nachbörslich dann nochmal etwa 30 Punkte nachgab, ist dann nicht so dolle. Denn damit ist erstens diese Widerstandszone nun doch nicht überwunden und zweitens der Sicherheitsabstand zur 200-Tage-Linie, die bei 10.071 Punkten verläuft, schlicht und ergreifend einfach nicht vorhanden. Und das bei einer überkauften markttechnischen Indikation. So gesehen sollte man nicht allzu sicher sein, dass sich diese Rallye fortsetzt. Sie kann, aber sie hätte jetzt schon eine mögliche Phase, in der es zu einem Rücksetzer kommen könnte, der dann gegebenenfalls auch größer ausfällt. Was tun? Nun, es bleibt dabei, solange der DAX diese Zone nicht hinreichend deutlich überwunden hat, und das wäre mit Schlusskursen über 10.200 Punkten der Fall, nicht nur auf Xetra, sondern auch auf nachbörslicher Indikationsbasis am 22 Uhr. Bevor das nicht der Fall ist, braucht man über Zukäufe auf der Long-Seite nicht nachzudenken. Long-Positionen, die bereits bestehen, könnten aber durchaus gehalten werden. Mit einem Stop-Loss von 9.900 Punkten, sprich knapp unterhalb des Tagestiefs vom Dienstag und damit dem Wochentief. Da sollten wir nicht runtergehen, sonst wäre ein Abrutschen in Richtung dieser Zone hier, wo die 20-Tage-Linie mit dabei ist, 9737, 9773 denkbar. Und erst das allerdings wäre dann eine Basis, wenn diese Zone mit Closings unter 9,7 unterschritten würde.
hier über Short-Positionen nachzudenken. Der Dow Jones war jetzt auch nicht so motivierend für die europäischen Anleger. Der tat sich gestern so schwer wie alle anderen Kollegen auch. Am Dienstag nachbörslich hatte Microsoft gute Zahlen geliefert, dafür aber vorgestern nachbörslich, also am Mittwoch, Intel eher weniger überzeugende. Und auch American Express haben gestern nachgegeben nach Quartalszahlen. Und das stellt sich nun im Wochenbild so dar, dass das Plus im Wochenvergleich, wir haben allerdings ja noch den heutigen Freitag, also bis einschließlich gestern, grandiose 0,68 Punkte ausmacht. Nun, ist ja jetzt nicht die Welt, kann man sagen, schließlich kommen wir ja hier von knapp über 17.000 Punkten, da kann man ja auch mal eine kleine Pause machen, ja schon. Nur, es ist immerhin dann doch die erste Woche, nachdem es dem Dow Jones auf Wochenbasis gelungen war, die bisherigen Allzeithochs zu überwinden. Eine Widerstandszone, die ja schon in den Herbst 2014 zurückreicht und so oft angelaufen wurde, dass man dann schon eigentlich hätte denken können, dass da ein bisschen mehr passiert. Und der bisherige Verlaufsrekord bei 18.622 Punkten ist letzten Endes gerade mal 1,5% von den alten, in Anführungszeichen, Verlaufsrekorden bei 18.351 aus dem Mai letzten Jahres entfernt. Das war jetzt nun nicht so umwerfend. Und man hat schon den Eindruck, das Ganze ähnelt schon ein bisschen der Phase hier vom Sommer 2014 bis zum Jahresende. Ein mehrfaches Versuchen des Ausbruchs über bisherige Hochs, dann ein Rücksetzer, der den Schwung brachte, diese Hochs zu überwinden, dann aber relativ bald versickerte. Das könnte jetzt auch der Fall sein. Letzten Endes eben nicht das erste Mal, dass ein solcher Ausbruch dann doch in dem Moment, wo der unmittelbare Kaufdruck entfällt, in eine Korrektur mündet. Hatten wir ja zum Beispiel auch hier gesehen. Hier neues Hoch, Korrektur, nochmal neues Hoch, wieder eine. Und das kann, wie gesagt, jetzt auch der Fall sein. Noch wäre die Markttechnik zumindest mal auf Wochenbasis nicht überkauft. Das sieht aber anders aus, wenn man sich den Tageschart ansieht. Da ist die Stochastik schon relativ lange in der überkauften Zone. Gut, wir sehen hier aus der Phase vom März, das kann auch mal ein paar Wochen so funktionieren. Aber der Schwung ist halt schon erst einmal raus. Denkbar, dass wir hier so etwas sehen, das heißt einen kleinen Rücksetzer und ab morgen geht es dann wieder tendenziell nach oben mit einer Art Seitwärtsbewegung, die sich allerdings dann nicht mehr in alte Dynamik zurückbegibt. Das ist zumindest möglich. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall mal ein Abendstern. Kein perfekter und kein riesiger, das ist sicherlich der Fall, aber wir haben hier eine weiße Kerze, Doji und eine rote Kerze und das bedeutet, der Schwung wäre erstmal weg. Eigentlich. Es sei denn, es passiert heute im Verlauf des Tages irgendetwas Grandioses, das dann wiederum stark steigende Kurse nach sich zieht. Aber auch hier gilt dementsprechend der Eindruck, dass der Schwung jetzt erstmal raus ist. Und das bedeutet, Vorsicht, die Stop-Loss sollten nicht allzu fern sein. Und vor allem die Positionen auf der Long-Seite klein bleiben, Zukäufe kämen im Moment noch nicht in die Tüte. Dazu müsste die Markttechnik erst einmal eine Korrektur in zumindest mal neutrales Niveau schaffen. Allerdings zu nahe sollte auch nicht sein, denn dass ein Rücksetzer an die 20-Tage-Linie erfolgt, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ungewöhnlich wäre. Das ist, sagen wir mal, flapsig ausgedrückt, zulässig, was Aufwärtstrends angeht. Diese 20-Tage-Linie verläuft momentan, Schlusskurs Donnerstag, bei 18.075 Punkten und steigt im Moment so um die 30-40 Punkte. Wir hatten zuletzt den Stop-Loss auf 18.100 Punkte angesiedelt und das würde bedeuten, dass schon heute diese 20-Tage-Linie durch unseren bestehenden Stop-Kurs eingefangen würde. Dementsprechend würden wir den auch an diesem Niveau belassen. Also Stop-Loss 18.1, Long-Position haltenswert, Zukauf im Moment noch nicht. So, und jetzt Gold. Und das macht die Sache interessant. Diese ursprünglichen Überlegungen, dass man möglicherweise seitens der Marktteilnehmer nicht so wahnsinnig überzeugt davon war, dass die Aussagen von Mario Draghi als EZB-Präsident nun wirklich so richtig belastbar sind, dass nämlich alles in bester Ordnung ist und man die Lage im Griff hat und, wenn es denn nötig wäre, selbstverständlich sofort handeln würde, was aber jetzt nicht nötig ist, deswegen handelt man auch nicht. Das zeigt sich hier im Goldpreis, denn der hat auf einmal ausgerechnet nach der EZB-Pressekonferenz eine, sagen wir mal, Wiederbelebung erfahren. Der hatte ja nun wirklich einige Tage korrigiert, ist reingelaufen in die Supportzone 1304 zu 1316 US-Dollar und hat von dort jetzt auf einmal auf nach oben gedreht. Das heißt, die Unterstützungszone wurde piekfein verteidigt und jetzt von unten die gerade erst am Mittwoch nach unten durchbrochene 20-Tage-Linie wieder angelaufen. Nicht schlecht. Das heißt, da mag so manch einer doch nicht so recht dran glauben, dass es hier wirklich einfach wie ein Strich weiter rauf geht mit den Aktienmärkten. Und
guckt, dass er zu diesem Niveau auf schöner Unterstützungszone wieder in den sicheren Hafen hineinkommt. Aber damit ist der noch nicht wieder bullisch. Dazu muss zumindest mal nicht nur eine Unterstützung verteidigt, sondern eben auch ein Widerstand überwunden werden. Und das wäre eben diese 20-Tage-Linie bei aktuell 1336 Dollar. Sie sehen, wir sind knapp dran durchgeschrammt, allerdings man hat sich ja Mühe gegeben. Es ging eigentlich den ganzen Tag langsam, aber sicher aufwärts. Trotzdem, diese Linie müsste überwunden werden, dann wäre ein Wiedereinstieg auf der Long-Seite durchaus opportun, wobei da der Schlusskurs relativ deutlich drüber liegen sollte. Ein Closing über 1350 US-Dollar wäre aus unserer aktuellen Sicht jetzt ein sinnvoller Ankerpunkt für Long-Positionen. Auf der Unterseite bleibt es bei Closings unter 1300. So, soweit der Überblick über den Donnerstag, den EZB-Tag. Jetzt geht's in die Wochenschlussrunde. Wir schauen uns heute Mittag den Halbzeitstand in Europa an im ING Markets Chartflash und den gesamten Freitag beleuchten wir dann Anfang nächster Woche, am Montagmorgen, vor Handelsbeginn in Europa mit der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Bis dahin, schönen Freitag und machen Sie es gut.